Hallo, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video über die Radarsteuerung des Pixel 4. Ich selbst habe ein Pixel XL 4 und man muss ja mittlerweile das Handy gar nicht mehr anfassen bei Google. Man hat da so einen kleinen Radarchip drin verbaut und man kann das Handy eben da auch bei bestimmten Apps schon damit steuern. Welche das sind, was man genau machen kann, alle Funktionen, die ich gefunden habe, in diesem Video. Sollte euch das Video gefallen, würde ich mich über ein Like sehr freuen und ansonsten bei Fragen wie immer in die Kommentare. Jetzt aber gleich zur ersten Funktion, und zwar wahrscheinlich auch die wichtigste. Durch diesen Radarchip hat das Telefon ja irgendwie einen Bewegungssensor drin, Annäherungssensor. Das heißt, wenn ich nach dem Telefon greife mit der Hand, dann erwacht es automatisch zum Leben und dadurch hat man einen enormen Geschwindigkeitsvorteil. Das heißt, ihr seht es vielleicht hier in der Spiegelung, ich muss nur noch das Gesicht drüber halten, zack, das Handy ist automatisch entsperrt, weil es vorher schon in diesem Bereitschaftsmodus ging. Also wirklich eine super Sache. Funktioniert also super gut und ihr seht, das Telefon entsperrt sich sofort. Ich feiere die Funktion, das ist was Sinnvolles, das ist nicht nur eine Spielerei, von dem her Daumen hoch. Das bringt uns direkt zur zweiten Funktion und die ist ganz praktisch, gerade wenn ihr das Telefon auf dem Tisch liegen habt oder beim Autofahren seid, mit einer Geste könnt ihr die Anrufe steuern. Achtet mal hier drauf. Kommt ein Anruf rein und ihr bewegt euch mit der flachen Hand aufs Handy zu, dann wird der Klingelton leise gemacht, beziehungsweise macht ihr eine Wischbewegung darüber, dann wird der Anruf stumm geschaltet. Gerade beim Autofahren oder während eines Gesprächs oder sowas eine super praktische Sache. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass es irgendwie noch eine Geste gibt, die auch vielleicht mit der Lautsprecherfunktion genau den Anruf dann gleich annimmt. Die dritte Funktion, die ich euch vorstellen möchte, ist die Musiksteuerung. Ich musste hier natürlich das Video lautlos machen wegen irgendwelchen Urheberrechtssachen, aber wischt man von rechts nach links, dann springt man eben zum nächsten Song und wenn man mitten im Lied ist und man wischt von links nach rechts, dann springt man wieder auf den Anfang des Songs bzw. einen Song zurück. Das funktioniert angeblich auch bei Spotify, allerdings verwende ich selbst Spotify nicht. Wo es nicht funktioniert, ist es leider bei Audible bis jetzt. Und da hätte ich es mir echt gewünscht. Vielleicht legt ja Amazon da noch eine Schippe drauf. Man wird in Zukunft sehen. Was bei mir leider bei YouTube Music auch nicht funktioniert hat, ist die Funktion, mit der flachen Hand aufs Handy zuzugehen. Eigentlich müsste man ja da eben wie bei der Funktion eines Anrufs die Musik leiser machen können. Funktioniert bis jetzt leider noch nicht bei YouTube Music. Der Wecker lässt sich auch über die Radarfunktion steuern. Und zwar mit der flachen Hand von oben kommt, macht wieder den Sound leiser, den Weckruf. Wische ich nach links, dann schlummere ich auf einmal 10 Minuten. Wische ich nach rechts, dann schalte ich den Wecker komplett aus. Für mich definitiv zu gefährlich, kann ich leider nicht verwenden. Also mit der Weckerfunktion, da könntet ihr mich jagen, ich würde da regelmäßig irgendwie verpennen oder sowas, geht für mich auf gar keinen Fall klar. Das bringt mich zur letzten Funktion, die ich euch vorstellen möchte, und zwar die lebendigen Hintergründe, die es auf dem Pixel 4 jetzt gibt mit dem neuen Android. Wahrscheinlich werden die auch noch für andere Handys freigeschaltet. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, da könnt ihr oben auf die Infokarte klicken, dann findet ihr das. Auf jeden Fall seht ihr schon, wenn man von links nach rechts wischt oder umgekehrt, dann winkt dieses Tier oder Pokémon zurück und wenn man mit der flachen Hand drauf zugeht, dann ist es so, dass es hier sich geknuddelt fühlt und ein paar Herzchen verteilt. Je nachdem, welchen Hintergrund ihr habt, habt ihr da verschiedene Funktionen. Leider so richtig interaktiv waren bis jetzt die Pokémons die einzigen. Ich hoffe ja, dass es da in Zukunft noch einiges mehr geben wird und dass man da auch sein Nerdtum ein wenig ausleben kann und dann die entsprechenden Figuren dazu findet. Ich feiere die Funktion, ist auch ganz schön zu sehen, dass das Wetter jetzt bei dem Hintergrund automatisch angepasst wird und die Wolken vorbeiziehen und sowas. Ist eine ganz nette Spielerei, braucht man nicht unbedingt, ich finde es trotzdem ganz nett. Kommen wir zum Fazit. Also diese Radarsteuerung, es mag noch eine Spielerei sein und die Funktionen und die Gesten sind noch sehr eingeschränkt, allerdings sind schon ganz praktische Sachen dabei, wie zum Beispiel diesen Anruf stummschalten, für den einen oder anderen auch sicherlich den Wecker ausschalten oder wieder in den Schlummermodus setzen oder eben den Sound runtersteuern beziehungsweise dann eben die Musik steuern, Lieder, die man nicht mag, einfach mit einer Geste weiterwischen, ohne dass man das Handy in die Hand nehmen muss.
Das ist alles ganz toll. Die Spielerei mit den Hintergründen ist ganz nett. Ich denke mal, vielleicht gibt es da in Zukunft vielleicht sogar Spiele dafür. Man wird sehen. Danke nochmal fürs Schauen vom Video und nicht vergessen, Däumchen hoch und Kommentar und so weiter. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Ciao, viel Spaß mit eurem Pixel.